Ein Wort wurde heute ganz besonders oft ausgesprochen, öfter als sonst zumindest. Ja. Vielleicht noch kombiniert mit dem Zusatz, ja, ich will. Heute am 8.8.2008, da haben die Heiratswilligen in ganz Baden-Württemberg den Standesämtern die Bude eingerannt, besser gesagt das Trauzimmer. Allein in Stuttgart waren es 4-mal mehr als sonst. Schon im April gab es kaum noch Termine für heute. Und wir haben ja vorhin gehört, für die Chinesen ist die 8 eine Glückszahl. Aber offensichtlich nicht nur für die. Auch Christine Nürk und Carsten Adam aus Stuttgart haben sich heute das Ja-Wort gegeben. Und auch ihnen soll die 8 Glück bringen. Wie der Tag für die beiden lief, das hat Stefanie Zülsdorf für uns beobachtet. 2 Eheringe zusammengelegt, das ergibt auch eine 8. Wenn das kein gutes Omen ist für unser Brautpaar. Noch knapp 2 Stunden, dann ist es soweit. Dann stehen die beiden vor dem Standesbeamten. Jetzt stehen sie aber erstmal auf dem Kappelberg, hoch über Stuttgart, für die Hochzeitsbilder. Die sollen etwas für die Ewigkeit werden, so wie ihre Ehe natürlich auch. Dafür ist die Zahl 8 genau das richtige Symbol. Die 8 war ein Ergebnis eines Zahlenspiels. Zum einen unser Geburtsjahr ist 71 und das zusammen gibt die 8 und unsere beiden Geburtstage. Der 10.6. bei mir, das ist eine 16 und bei Christine, das ist der 12.4., das gibt auch 16. Die Basiszahl davon ist auch die 8. Wir haben vielleicht auch noch Glück, dass in diesem Jahr am 5.11. unser Sohn zur Welt kommt. Und das wären dann wieder die 16 und das Zahlenspiel ginge weiter. Ja. Christine ist nämlich im 7. Monat schwanger. Auch ein Grund, so schnell wie möglich zu heiraten. Überhaupt ging bei den beiden alles ganz schön schnell. Erst im vergangenen April haben sie sich kennengelernt. Ein halbes Jahr später waren sie sich schon sicher, sie wollen heiraten. Intern. Als wir uns kennengelernt haben, ging es eigentlich über gleiche Interessenslage und Sport interessiert. Und ansonsten die privaten Interessen, da hat man gleich gemerkt, das passt zusammen. Und wovon wir dann selber überrascht wurden, dass das mit dem Nachwuchs so schnell klappt. Das war unerwartet, auch für uns. Und dann stand da aber schon eins ganz klar fest, also dass wir schon heiraten wollen, bevor das Kind auf die Welt kommt. Beim Fahrradfahren haben sie sich kennengelernt und Sport spielt eine große Rolle in ihrer Beziehung. Christine ist Fitnesstrainerin. Heute ist ihr letzter Arbeitstag vor der Hochzeit. Der Bauch stört sie dabei aber gar nicht. Carsten ist Computerspezialist bei Daimler. Beim Junggesellenabschied freuen sich seine Freunde für ihn. Christine haben sie ins Herz geschlossen. Jetzt ist der Spaß vorbei. Nee, das glaube ich jetzt mal nicht. Also einen Freund verloren, vielleicht eine Freundin dazu gewonnen. Sehen wir es mal positiv, oder? Christine und Carsten sind auch ganz entspannt vor dem großen Tag. Es wird frisiert, Perlen ins Haar drapiert, geschminkt. Und dann natürlich das Brautkleid. Da muss selbst Carsten mit den Tränen kämpfen. Ich freue mich sehr heute, dass ich meine Christine heute heiraten kann, darf. Und wie es aussieht, haben wir ein bisschen Glück mit dem Wetter, was so ein bisschen dazugehört. Ich freue mich, sie sieht toll aus. Und wird schön. Was soll ich mehr sagen? Ein echtes Traumpaar eben. Und der Traum geht weiter. Denn für ihre Trauung haben sich die beiden einen ganz besonderen Ort ausgesucht. Das neue Mercedes-Benz-Museum. Heute ist erst der 2. Termin überhaupt, an dem hier geheiratet werden darf. Christine und Carsten waren im April die Ersten, die sich für den heutigen Termin gemeldet hatten. Getraut wird hier ganz oben. Mit dem Aufzug geht es sozusagen in den 7. Himmel. Von hier hat man einen wunderschönen Blick über die Stadt. Auch für den Standesbeamten ein besonderer Ort und ein besonderer Tag. Es ist einfach spannend. Wir haben viele glückliche Paare, die sich jetzt heute in diesem 8.8.2008 trauen wollen. 8 bedeutet ja viel Glück. Und insofern sind wir in Bad Cannstatt allein mit 26 Paaren, die wir heute glücklich machen und die Ehe schicken und hoffen, dass es für ewig hält. Und dann wird es ernst. Endlich das Ja-Wort und natürlich von allen lange erwartet. Der Bräutigam darf die Braut jetzt küssen. Fast 70 Gäste im Dachgeschoss des Museums feiern das glückliche Paar. Und eine freut sich besonders, die Mutter von Christine. Sie hatte schon nicht mehr daran geglaubt, dass ihre Tochter mit 37 Jahren noch heiratet. Die anderen 2 sind ja verheiratet. Da haben wir gedacht, Christine heiratet nicht.
haben uns doppelt gefreut, dass sie doch den richtigen Mann gefunden hat. Während die restlichen Gäste langsam durch die Ausstellung wandern, hat unser frisch gebackenes Brautpaar schon seinen Traumwagen ausgesucht. Ein 500er Roadster aus dem Jahr 1936. Aber eine knifflige Frage bleibt. Wer darf jetzt diesen Wagen durchs Leben lenken? Ich lenke auf Anweisung von Christine. Ist das richtig? Ja. So sind wir bisher ganz gut gefahren und so funktioniert's. Also, die erste Ehekrise ist glücklich überstanden. Das sieht doch ganz gut aus für mindestens die nächsten 88 Jahre. So, verheiratet sind die beiden, aber die Party ist noch nicht zu Ende und wir sind auch noch nicht fertig mit den Zweien. Mittlerweile hat sich die Hochzeitsgesellschaft wieder auf den Kappelberg bei Fellbach zurückgezogen, da wo alles begann, Sie erinnern sich. Und da kommt jetzt unser Reporter Axel Gackstetter ins Spiel. Der hat sich ja in dieser Woche schon bei den Jongleuren rumgeschlagen, eine Horde Schulkinder gebändigt, das Sommerfest unsicher gemacht. Tja, und jetzt gibt er den Hochzeitskoordinator oder so ähnlich. Ich hoffe, er bringt das Fest nicht völlig durcheinander. Vor 2 Stunden etwa hat er sich unter die Gäste gemischt und wir schauen mal, wie das Fest unserer Brautleute weitergegangen ist. Leute, auf geht's, kommt rein ins Waldschloss, das ist wunderschön hier auf dem Kappelberg. Ein Applaus. Rahel und Philipp, Salida del Sol, die Sonne hat uns leider verlassen, deswegen sitzen wir hier drin. Herr Adam, Frau Adam, als kleine Entschädigung dafür, dass die Landesschau Sie seit 2 Tagen belästigt, wollen Sie kurz aufstehen. Jetzt hat er mir nicht gesagt, wer was bekommt, aber ich nehme mal an, die Blumen. Ja. Für die Dame stehen Sie auf, wir sind hier auf engstem Raum. Das ist ja sozusagen die Zwischenfeier. Das Brautpaar muss sich ein bisschen erholen. Ja. Hier. Das ist mein neuer fahrbarer Untersatz, oder? Das dürfen wir jetzt exklusiv verraten, meine Damen und Herren. Das ist für den Sohnemann, für den Nachwuchs. Wissen Sie schon, wie er heißt? So. Ja. Wir wissen es. Geheim. Deswegen frage ich doch. Jetzt darf ich fragen, wer sind denn die Schwiegereltern? Wo sind die Schwiegereltern? Ich tippe mal, Sie sind Frau Adam, oder? Nein. Sie sind Frau Adam ist hier. Frau Adam, da fangen wir aber bei der Frau Nürk an. Frau Nürk, wie geht es Ihnen? Blutet Ihnen das Herz, Ihre Tochter zu entlassen? Nein, ich freue mich eigentlich, dass sie diesen Schritt getan hat. Das kann ich von ganzem Herzen sagen. Wie geht's Ihnen dabei? Ich freue mich auch sehr, dass sie jetzt einen Mann gefunden hat und dass sie jetzt heiratet. Ich freue mich sehr darüber. Ja, wunderbar, oder? Sie sind also zufrieden. Ja. Sind Sie auch zufrieden? Sie sind Rheinland-Pfälzer, das darf ich jetzt verraten, und haben sich jetzt schwäbisch verheiratet. Das ist doch das Beste, was Ihnen passieren konnte, oder? Ja, ich sehe das mit einem lachenden, einem weinenden Auge. Lachend, weil jetzt sind Sie verheiratet, weinend, weil Sie Schwaben sind, oder? Nein, umgekehrt. Lachend schon, ich freue mich unheimlich, dass die beiden jetzt geheiratet haben. Auf der anderen Seite verliere ich jetzt für immer einen Sohn. Nicht für immer, der kommt wieder. Zu Besuch. Der weiß, was seine Mutter hat. Vielen Dank. Und schauen Sie mal den Ausblick. Gucken Sie mal her, junger Freund. Das ist doch unglaublich. Also wenn ich jemals heirate, dann hier. Frau Adam geht ja leider nimmer, aber der Ausblick bleibt hoffentlich der gleiche, oder? Dann wünschen wir den Brautleuten wirklich alles, alles Gute und nochmal vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Und wir hoffen für Sie, liebe Brautleute, dass die Ehe in etwa so lange hält wie bei unseren Gästen nachher. Herr und Frau Häberle sind nämlich seit 54 Jahren verheiratet, eine halbe Ewigkeit.